Heute in Deutschland herzlich willkommen. Das Pfund nimmt ab. Die britische Währung im freien Fall. Das Land irgendwie auch. Wo ist der Halt? Das ist ein Thema bei uns. Außerdem der Fall Gina-Lisa Lohfink. Vergewaltigungsprozess mit vielen Fragezeichen. Und Götz George, einer der ungewöhnlichsten deutschen Schauspieler, ist tot. Es war ein wirres Wochenende nach dem Brexit. Diejenigen, die am lautesten dafür getrommelt hatten, waren plötzlich ganz still. Andere erhoben ihre Stimme. Wir wollen den Exit vom Brexit. Die Schotten geizen nicht mit Kritik am Königreich, aber wie geht's jetzt weiter? In Berlin und Brüssel will man Fakten schaffen. Es gilt, Schlimmeres zu verhindern. London soll liefern. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Noch aber kommen von der Insel keine klaren Signale. Der Amtssitz des Premierministers am Morgen. Erstmals treffen sich die Regierungsmitglieder nach dem Referendum. Großbritannien muss raus aus der EU, doch die Regierung, die Politiker in der Hauptstadt wissen nicht wie. Kurz zuvor trat der britische Finanzminister erstmals vor die Kameras. Die Angst vor einer Rezession geht um, er muss beruhigen. Unsere Wirtschaft ist so stark wie nötig, um sich der Herausforderung zu stellen, die jetzt auf unser Land zukommt. Mitten in der Nacht kehrt der Kopf des Brexit-Lagers Boris Johnson in die Hauptstadt zurück. Zuvor hatte er sich auf seinem Landsitz beraten. Überrascht vom eigenen Erfolg sucht er händeringend eine Strategie. Wer, wie und mit welchem Ziel sollen die Verhandlungen mit Brüssel über den Austritt geführt werden? Heute dann mahnt er, nichts überstürzen, es wird sich wenig verändern. Es ist absolut klar, dass die Rechte aller Bürger aus anderen EU-Staaten, die hier leben, gewährleistet werden. Das Einwanderungssystem wird fair, human, ausgewogen sein, egal von wo auf der Welt man kommt. Auch die Rechte aller Briten, die in Europa leben, werden garantiert. Auf die Frage, ob er Premier werden will, keine Antwort. In dieser Woche wird er wie andere wohl seinen Hut in den Ring werfen, denn der neue Premier soll die Verhandlungen mit Brüssel führen. Die EU-Spitzen hatten nach dem Referendum auf einen sofortigen Beginn gepocht. Doch aus Berlin kommen jetzt moderatere Töne. Wenn die Regierung dafür noch eine überschaubare Zeit braucht, respektieren wir das. Aber wie gesagt, eine Hängepartie darf es nicht werden. Und eins ist klar, bevor Großbritannien diese Mitteilung geschickt hat, gibt es keine informellen Vorgespräche über die Austrittsmodalitäten. Zeit also für das politische London, einen neuen Premier zu finden, der vor allem einen Plan braucht darüber, wie die Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Rest Europas in Zukunft eigentlich aussehen sollen. Lars Bonsack, in Berlin im Kanzleramt gibt es heute einige Krisengespräche. Der EU-Ratspräsident ist da, Frankreichs Präsident Hollande und Italiens Regierungschef Renzi kommen auch. Was ist jetzt Merkels Plan? Oberstes Ziel dürfte es sein, eine einheitliche Linie in Europa hinzubekommen, Europa zusammenzuhalten. Geht es nach Merkel, sollen die Briten Zeit kriegen. Keine Hektik, nichts überstürzen. Die Kanzlerin will, dass die neuen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU auf solide Füße gestellt werden. Auch mit Blick auf die Handelsbeziehungen soll auf keinen Fall zu wirtschaftlichen Nachteilen für deutsche Unternehmen kommen. Das wird also Gegenstand der heutigen Spitzengespräche sein. Morgen wird Merkel dazu im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Anschließend geht es zum Gipfel nach Brüssel. Die Skeptiker sitzen aber nicht nur in Brüssel, sondern im eigenen Kabinett. Die Sozialdemokraten wollen, dass die Briten möglichst schnell die EU verlassen, damit es gar nicht erst zu Nachahmereffekten in anderen Ländern kommt. Ergo wird Merkel an zwei Fronten Überzeugungsarbeit für ihre Haltung leisten müssen, bei den europäischen Partnern wie beim eigenen Koalitionspartner. Das Bonsack. Danke, nach Berlin. Auch Spanien hat gewählt, mal wieder, denn nach der Parlamentswahl Ende Dezember konnten sich die Parteien nicht auf eine Regierungskoalition einigen. Beim Wahlgang gestern ist die konservative Volkspartei von Ministerpräsident Rajoy mit Stimmenzuwächsen wieder stärkste Partei geworden. Die linksgerichtete Protestbündnis Podemos zeigte sich enttäuscht und wurde drittstärkste Kraft hinter den Sozialisten. Doch auch die Neuwahl hat das politische Patt nicht beendet. Es reicht weder für ein Bündnis der Konservativen und Liberalen noch für eins der Linksparteien. Von Klischees zu Vorurteilen ist es nur ein kleiner Schritt. Das ist im Allgemeinen ärgerlich, im Falle der Justiz aber wäre es verheerend. Gina-Lisa Lohfink ist eine Frau, die mit viel Absicht und noch mehr Körpereinsatz Klischees bedient. Als sehr blondes und ausgesprochen kurvenreiches Model. Aber darf man deshalb vorschnell urteilen? Sie sagt, sie wurde von zwei Männern vergewaltigt.
Deren Anwälte sagen, das stimmt nicht und haben sie verklagt. Aus ihrem Umfeld wird nun der Vorwurf laut, der Prozess, der ihr da gerade gemacht wird, sei nicht unvoreingenommen. So oder so ein übler Fall. Nein heißt nein! Sprechchöre vor der Tür, als Gina-Lisa Lofink eintrifft. Die 29-Jährige, begleitet von zahlreichen Medienvertretern, unterstützt von einer Gruppe Frauenaktivistinnen, die Beschuldigte allein. Sichtlich gerührt. Ich will einfach Frauen noch helfen und schützen. Das, was mir passiert ist, sowas sollte und darf auch nicht sein, dass sowas passiert, ja. Doch worum geht es konkret? Vor 4 Jahren hat das 29-jährige Model Sex mit 2 Männern, wird dabei von ihnen gefilmt. Das Video landet im Internet. Lofink geht dagegen juristisch vor, später spricht sie von Vergewaltigung. Auf dem Film soll sie Nein und Hör auf rufen. Doch der Vergewaltigungsvorwurf erhärtet sich nicht. Stattdessen geht die Justiz nun gegen Lofink vor. Die Staatsanwaltschaft war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Sex, so wie von der Angeklagten zunächst auch angegeben, einvernehmlich war und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass hier eine falsche Verdächtigung vorliegt. 24.000 Euro soll Lofink daher zahlen, für ihre Unterstützer ein Skandal. Ein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer werde zum Täter gemacht, heißt es. Andere halten ihr Beispiel für wenig geeignet für eine so breite Diskussion. Nicht nur aufgrund ihrer Vergangenheit, beispielsweise als Gesicht der Venus-Erotikmesse. In die vielschichtige Debatte jedenfalls steigen fast alle Medien ein. Selbst in internationalen Zeitungen sorgt Lofink für Schlagzeilen. Ihr Fall befeuert die Kontroverse über das Sexualstrafrecht in Deutschland. Bislang reicht ein schlichtes Nein, ein Hör auf nicht aus, damit Sex zu einer Vergewaltigung wird. Das Opfer muss sich richtig wehren, sein entgegenstehender Wille muss gebrochen werden, damit das Recht von einer Vergewaltigung ausgeht. Und genau das soll sich kommende Woche im Bundestag ändern. Da soll das Sexualstrafrecht reformiert werden. Für heute lautet aber die Frage, Vergewaltigung oder falsche Verdächtigung? Was für ihre Unterstützer bereits feststeht, wird das Gericht in der Verhandlung klären müssen. Erbarmen, die Hessen kommen. Das gab's mal als Lied, war auch ein Hit. Wenn von Berlin oder anderswo aus politisch auf Hessen geschaut wird, schwankt das je nach Sichtweise auch zwischen Erbarmen und Erstaunen. Denn dort und nur dort regiert Schwarz-Grün. Früher erbitterte Gegner, inzwischen geräuschlose Partner. Was ist da passiert? Ein Sündenfall oder Beispiel für künftige Regierungen? Heute zogen die ziemlich besten Freunde Bilanz. Am Anfang schien es ein gewagtes Experiment. Die Partner waren sich nicht sonderlich grün. Der Koalitionsvertrag barg jede Menge Streitpotenzial. Es war ein Ab- und Zugeben, eine Anpassung an das Machbare. Halbzeitbilanz. Das waren 2,5 gute Jahre für Hessen. Hessen steht hervorragend da. Starke Wirtschaft, guter Ausgleich zwischen Wirtschaft und Umwelt, gute Löhne, soziale Sicherheit, Bildung und Forschung als die Zukunftsvoraussetzungen. Auch für die, die heute jung sind. Und das Ganze eingebunden in einem klaren Bekenntnis zu unserer Heimat und gleichzeitig Weltoffenheit. Zufrieden auch der grüne Regierungspartner. Wir haben aus unserer Perspektive Hessen deutlich vorangebracht. Vieles von dem, was wir wollten, angefangen umzusetzen. Wir sind bei der Energiewende gut vorangekommen. Wir haben an dieser Stelle auch was für den Klimaschutz getan. Kompromisse bei Fluglärm und Terminalausbau in Frankfurt am Main, Sparzwang und Energiewende fanden allerdings nicht nur Zustimmung. Ich denke, es ist nicht schlecht, was sie gebracht haben. Die Grünen hätten ein bisschen mehr bringen können, was den Flughafen betrifft. Ich finde es wichtig, dass eben vielleicht noch ein bisschen mehr für die Flüchtlinge getan wird, dass denen noch ein bisschen mehr geholfen wird, dass sie sich besser integrieren können. Unsere gemeinsame Meinung ist, dass da eher noch nicht so viel passiert ist. Und wir würden uns schon wünschen, dass da noch ein bisschen was passieren könnte. Zum Beispiel Kinderförderung, Förderung für Familien. Von Stillstand spricht die Opposition. Die wichtigen Themen, von Bildungsgerechtigkeit angefangen, über die Frage der Verkehrs- und Energiewende bis hin zu den großen Infrastrukturthemen, bleiben im Moment alle liegen. Schwarz-Grün allerdings will sich den großen Zukunftsaufgaben stellen. Nach dem Brexit will man Hessen zum zentralen Wirtschafts- und Finanzplatz in Europa machen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten großer Umbrüche bewahren. Einfach war er nicht und das wollte er auch gar nicht sein. Allenfalls einfach gut und vor allem geradlinig.
Die Nachricht vom Tod Götz Georges hat viele Menschen betroffen gemacht. Auf Facebook und Twitter ist es das Thema. Schauspielkollegen, Amt- und Würdenträger, in jeder dieser Zeilen steckt vor allem großer Respekt. Denn George hat nie einfach gespielt. Er hat diesen Rollen Leben gegeben. Und das immerhin bleibt ein bisschen unsterblich. Ob als Skandalreporter in der Satire Stonk oder als windiger Filmregisseur in der Schickeria-Komödie Rossini. Götz George stürzte sich immer ohne Rücksicht auf Verluste in seine Rollen, als ginge es um sein Leben. Wenn du dich auf was einlässt, dann musst du das erarbeiten. Und zwar mit allem, was dir zur Verfügung steht. An Erfahrung, an Fantasie. 1953 entdeckte er mit Romy Schneider die Filmwelt, in der er später mit seiner enormen physischen Präsenz brillierte. So legte er auch den Grundstein für Schimmi, den Tatortkommissar Horst Schimanski, mit dem George Fernsehgeschichte schrieb. Ich bemühe mich halt, dann immer wieder auszubrechen und dann Extreme zu spielen. Mit 75 wagte er es endlich, seinen umstrittenen Übervater zu spielen. Nicht als Mitläufer der Nazi-Diktatur, sondern als großen Verdränger stellt er ihn dar, voller Wehmut und Gewissheit, niemals ein so großer Schauspieler werden zu können. Du hast mich halt immer überholt. Du warst halt immer besser, besessener. Und Götz George, als einer der ganz großen deutschen Schauspieler, hat ihn seine künstlerische Neugier nie verlassen. Und in Erinnerung an Götz George hat das ZDF das Programm geändert. Der Fernsehfilm der Woche, heute Abend mit ihm in der Hauptrolle Tod einer Polizistin um 20.15 Uhr. Und noch eine traurige Nachricht. Der österreichische Zeichner und Karikaturist Manfred Deix ist tot. Er starb, wie heute mitgeteilt wurde, bereits am Samstag im Alter von 67 Jahren. Seine Karikaturen waren, wie er, schonungslos und provozierend. Zielscheibe seines Spotts waren häufig Politiker und Kirchenvertreter, aber auch die eigenen Landsleute mit tiefen Einblicken in die österreichische Seele. Und wir behalten kühlen Kopf und das ist bei dem Wetter ganz einfach, die Aussichten. Im Westen und in der Mitte gibt es morgen viele Wolken und einzelne Schauer, sonst aber auch mehr Sonne und meist trocken, 18 bis 26 Grad. Abschließend noch der Hinweis auf unser Online-Angebot unter heute.de. Da sind Sie stets auf dem Laufenden und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, 14 Uhr zu Heute in Deutschland. Es war ein wirres Wochenende nach dem Brexit. Diejenigen, die am lautesten dafür getrommelt hatten, waren plötzlich ganz still. Andere erhoben ihre Stimme. Wir wollen den Exit vom Brexit. Die Schotten geizen nicht mit Kritik am Königreich, aber wie geht's jetzt weiter? In Berlin und Brüssel auch. Wo ist der Halt? Das ist ein Thema bei uns. Außerdem der Fall Gina-Lisa Lohfink. Vergewaltigungsprozess mit vielen Fragezeichen. Und Götz George, einer der ungewöhnlichsten deutschen Schauspieler, ist tot. Brüssel will man Fakten schaffen. Es gilt, Schlimmeres zu verhindern. London soll liefern. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Noch aber kommen von der Insel keine klaren Signale. Der Amtssitz des Premierministers am Morgen. Erstmals treffen sich die Regierungsmitglieder nach dem Referendum. Großbritannien muss raus aus der EU, doch die Regierung, die Politiker in der Hauptstadt wissen nicht wie. Kurz zuvor trat der britische Finanzminister erstmals vor die Kameras. Die Angst vor einer Rezession geht um, er muss beruhigen. Unsere Wirtschaft ist so stark wie nötig, um sich der Herausforderung zu stellen. Heute in Deutschland herzlich willkommen. Das Pfund nimmt ab. Die britische Währung im freien Fall. Das Land